Ja, geh mal ein bisschen näher hin zu deinem Komm ein bisschen näher da. Liebling. Außer Oh. Eitelkeit. Eitelkeit, meine Lieblingssünde. Nee, es ist ja bei Holofeeling, ist es wirklich so einfach, wir arbeiten mit dem, was hundertprozentig sicher ist, was ein normaler Mensch ist jetzt ein ausgedachter Mensch, ein Gedanke, den wir uns jetzt denken. Und ich könnte mal, was den Holger mal so amüsiert hat, habe ich gesagt, das muss uns klar sein, dass wir jetzt beobachtet werden von einem Fremden. Der uns jetzt beobachtet, ist der, der uns jetzt ausdenkt. Und jetzt denken wir jemand, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Das ist der erste Ansatz schon. Und alles, was er jetzt interpretiert aufgrund dieser Worte, sprich Geräusche aus dem Lautsprecher, ist extrem subjektiv geprägt von seinem Intellekt. Das ist diese Subjektivität der persönlichen Wahrnehmung. Ich nenne das jetzt einfach einmal so. Dass, wenn man jetzt versucht mit Menschen, und ich fange mal ganz, ganz einfach an, und wenn ich immer sage, wir denken jetzt mal normal, so wie du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang als Mensch, egal wer du zu sein glaubst, und ich spreche ja immer den Geist an, der das Leben erlebt, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Alle Menschen, die in den Traum auftauchen, und du musst dir jetzt vorstellen, du träumst und du weißt nicht, dass du träumst, befindest du dich mehr oder weniger als ein Protagonist. Hauptrolle plus Regisseur in einer Ego-Perspektive, in einer Traumwelt, die sich nur in deinem Kopf mit ständig wechselnden Bildern abspielt. Das setzen wir jetzt einfach einmal als eine Möglichkeit. Du hast keine Möglichkeit zu überprüfen, ob du jetzt im materialistischen Sinne wach bist oder ob du jetzt träumst. Da können wir jetzt in die Philosophiegeschichte gehen. Angelesenes Wissen habe ich aus das Buch heraus. Beschäftigst du dich einmal mit Popper? Und das ist so diese Erkenntnis, extrem durchdacht im philosophischen Sinne, er nennt es der Materialismus. Und da kommt das erste Problem, wenn man Popper liest, er nennt es Realismus und der Idealismus. Idealismus bezeichnet er als Träumen und Realismus bezeichnet er, und das ist schon der erste Fall, das ist eigentlich Materialismus. Realismus ist was ganz was anderes, wenn ich weiß, was Realität, was real bedeutet. Materialistisches Weltbild. Es gibt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das eine oder das andere stimmt. Und das ist schon dieses Problem. Das sind zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören. Was nie einen interessiert, ist das in der Mitte, dieses Nihilo, dieses Creatio ex Nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Was ist dieses Nicht-Denkbare, aus dem das entspringt? Und ich gehe einen Sprung weiter. Wer ist das, der das erlebt, der sich das aus sich, aus diesem unendlichen Nichts herausdenkt? Das ist eigentlich im religiösen Sinn das Wort Gott. Schöpfer. Man muss sich ja mal Gedanken machen, dass was erzeugen, erschaffen und was schöpfen, was grundsätzlich anderes ist. Man schöpft es aus sich heraus. Das ist die große Erkenntnis. Macht es nicht ein träumender Geist, in dem sich alles befindet, was er sich ausdenkt? Achte auf die deutschen Worte. Und jetzt kommt das große Problem, dass du zuerst einmal du Geist, der du dich jetzt vom Computer erlebst, im Moment, natürlich ist der Körper nur da, wenn du an deinen Körper denkst, das ist hundertprozentig sicher. Das gilt für alles Existierende. Und da ist ja schon diese Evolution, wenn ich immer sage, ex folferte, da habe ich ja jetzt gedacht, heute Morgen können wir eventuell reinschauen, die Worte. Wenn ich anfange, Worte zu entheiligen, dann bin ich immer nur in Teilbereichen in Perspektiven. Und ich fange jetzt da nochmal an, dass wir uns erst einmal Gedanken machen über Materie. Alles, was wir materiell erleben, ist letztendlich eine Information. Wir können uns jetzt Materie denken, dann ist es eine feinstofflich gedachte Information, ein Gedanke, und wir können eine sinnlich wahrgenommene Materie erschaffen. Das beginnt jetzt, wenn du vor dir an den Computer hinschaust oder dein Handy, wenn du das jetzt eventuell in der Hand hast, du merkst schon, es hängt schon davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst, welchen Computer oder welches Handy oder was für eine Informationsquelle bist du ja selber. Die Information, die du siehst, ist nie eine Informationsquelle. Aber da haben wir auch wieder Stufungen, weil das immer eine einseitige Aussage ist. Ich gehe da gleich einmal drauf ein, dann wenn wir uns die Fourier-Transformation anschauen. Aber ich bleibe mal das Wort Materie, sinnlich wahrgenommene Materie, kann jetzt auf deiner Farbbrille in Erscheinung treten, so nenne ich das. Dann hast du eine sinnlich wahrgenommene Information, die aber nie da außen ist. Und du kannst jetzt zum Beispiel jetzt den Computer anfassen, die Tastatur hochheben. Und dann spürst du Gewicht, Fliegensteuer-Vortrag anschauen, GWICT, dass die deutsche Sprache so präzise ist, wo keiner in deiner Welt was weiß, wieso,
Weil du als der, der das aus sich, die Menschen aus sich herausschöpft und letztendlich bestimmt, wenn du bewusst das Ganze machst, was einer weiß, den du dir ausdenkst. Weil ein Gedanke als Ding an sich kann nie was wissen. Ja. Wenn ich immer sage, wenn du an einen menschlichen Kopf denkst und du denkst dir ein Gehirn rein, dann ist das für dich so. Und der Kopf mit dem Gehirn entsteht, weil du das mit deinem Intellekt, im Anfang war das Programm, so in dir erschaffst, wie in einem Videospiel. Und was der dann weiß oder nicht weiß oder wie der ist, da hat der Gedanke, den du denkst, der Mensch, den du dir denkst, nicht den geringsten Einfluss. Ja. Der Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, dieses Pixelmännchen, das du siehst, ist ja nicht der Udo Petscher. Auch die Kleinigkeit mit der Illusion, die wir tausendmal durchgekaut haben, was ist eine Illusion? Das extrem präzise an Holofeeling ist, dass du von mir niemals hören wirst, von Holofeeling, dass irgendeine Behauptung oder irgendetwas, was jetzt in dir zu existieren beginnt, falsch, verkehrt oder unnötig wäre. Es ist einfach nur. Bei Holofeeling geht es nicht darum, ob was richtig oder verkehrt oder gut oder böse ist, sondern zuerst einmal darum, was ist jetzt da? So, und jetzt machen wir mal was mit Materie. Materie, die wir uns jetzt ausdenken, ist eine Information. Materie kann überhaupt nichts empfinden. Wenn ich jetzt mir ausdenke oder das auch sinnlich wahrgenommen in meinem Kopf abspiele, dass ich einen Stein hinlege und ich haue mit dem Hammer auf den Stein drauf. Glaube ich nicht, dass du mir widersprichst, wenn ich sage, wenn ich dich jetzt frage, spürt der Stein das oder empfindet der Hammer das, wenn er da drauf haut? Materie empfindet nichts. Es ist kein Unterschied, ob ich einen Stein hinlege oder ich lege jetzt meine Hand hin und ich haue mit dem Hammer auf den Stein und ich haue auf die Hand. Ich behaupte, die Hand, wo du drauf hast, spürt genauso wenig wie der Stein. Ja. In wie vielen Selbstgesprächen weise ich darauf hin, wenn du, Geist, Zahnschmerzen hast, der Zahn kriegt das nicht mit. Nee. Und wenn dir der Rücken, das Kreuz wehtut, die Knochen wehtun, die Sachen, die du dir ausdenkst, kriegen das überhaupt nicht mit. Das kriegt nur der Geist mit, der sich das ausdenkt. Ja. Weil der Geist ist der Einzige, der seine eigenen Informationen mitkriegt. Mhm. Und da werde ich jetzt feststellen, dass ausgedachte Dinge, egal an was du denkst, auch nichts wissen können. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Computerchip denke, das ist Materie, so wenig wie der empfindet, kann der Computerchip wissen, was in ihm abgespeichert ist und was er macht, wenn er was macht. Weil er nur dann was macht, wenn ich mir ihn ausdenke, der muss das da mal existieren. Und existieren, das ist einfach nur was Erschaffenes. Mhm. Oder aus mir herausgeschöpftes. Also ein Computerchip wird das tun und machen, was ich mir denke, dass er macht, wobei er nur existiert, wenn ich an ihn denke. Und dasselbe, es ist Materie. Materie ist geistlos. Es ist Existierendes. Das, was das Ganze erlebt, ist Ewiges. Undenkbares. Das ist Geist oder Bewusstsein. Und es ist kein Unterschied, ob ich mir jetzt die Materie, ein Häufchen Materie denke und es einen Computerchip, einen Silikonchip nenne, mit einem Halbleiterkomplex, oder ich nenne das die Wabermasse Gehirn. Es ist genauso Materie. Das Gehirn weiß auch nicht, was es macht. Es wird nur dann existieren, wenn ich es denke, und es wird dann das machen und wissen, was ich mir denke, dass es weiß. Wir können auch sagen, wir nehmen einfach ein Häufchen Papier und nennen das Buch. Meinst du, das Buch weiß, was von den Buchstaben, das in ihm drin steht? Die natürlich auch nur existieren, wenn wir sie denken. Und was jetzt so ungewohnt klingt, ist das, was hundertprozentig sicher ist, was du auf der Stelle nachvollziehen kannst, wenn du die Gedankengänge mitgehst. Und da wirst du jetzt plötzlich merken, wie sehr die Glaubenssysteme, die du dir bisher ausgedacht hast, aus dir heraus, die in dir drin sind, die gängigen. Ich teile das jetzt erst einmal in religiösen Glauben, esoterischen Glauben, das ist so eine Mittelwelt zwischen Religion im klassischen Sinn und dann der sogenannte strenge naturwissenschaftliche Glaube. Es ist im Prinzip kein Unterschied. Die leiden an derselben, diese Lehren leiden an denselben großen Problem, dass die das Wesentliche nicht verstanden haben. Was ist Geist und was ist vergängliche Erscheinung? Das Rotgeschriebene, der ewige Geist, mit dem Rot, mit dem Adam, dass ich irgendwann einmal begreife, ich kann durchaus was wissen, was in keinster Weise existieren kann. Ich kann nämlich wissen, was ich selbst bin. Und jetzt baue ein Gefühl auf, ich rede immer nur mit Geist. Ob du dich in deinem jetzt ausgedachten Leben in irgendeiner Form verändert hast. Und ich rede jetzt den Geist, der, wenn er an sich denkt, an seinen Körper denkt.
Du kannst jetzt so viele Körper vom Säugling bis zum Greis ausdenken, wo du immer sagst, das bin ich. Ich sage, nein, du bist nicht dieser Gedanke Säugling oder Schulkind oder Erwachsener oder Greis. Du bist der Geist, der in dem Moment, wo sich das denkt, diese Information aufschmeißt, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Jetzt frage ich dich, wenn ich das in diesen Worten einen Geist erkläre, einen Geist wohlgemerkt, ist das überhaupt ein Geist, wenn die Figur, die stellvertretend dann natürlich bei mir in Erscheinung tritt? Ein Geist kann ich ja, der kann nicht erscheinen, der kann nicht existieren, weil er ewig ist. Ich erkläre dir, dass du ewig lebst. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, wirst du ewig denken. Du wirst ewig träumen. Immer im Jetzt, in dem ständigen Wechsel. Und darum habe ich mehrere Male mit Nachdruck darauf hingewiesen, ich versichere, garantiere dir als der, der ich bin, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich von diesem Trug, von diesem Fehlglauben löst, den vervollkommnest. Das ist das Verrückte, dass das ein Entwicklungsprozess ist, den du durchläufst, den du immer von Spur zu Spur vervollkommnen musst. Und darum ist alles, was in dir auftaucht, wie ich das nenne, sind Puzzlestücke von einem heiligen Ganzen. Alles, was in dir zu existieren beginnt, kommt aus einer Datei. Das ist das Simple. Wir heben was auf dem Bildschirm, zum Beispiel, wenn du einen Film abspielst, ohne dass das herausgehoben wird. Das ist die Erkenntnis, dass alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue Erkenntnis gibt. Kreis und Dreieck werden in der höheren Ebene zu einem Kegel. Tag und Nacht, die du dir ausdenkst, hell und dunkel, wird zu dem einen Tag. Und Lieben und Hassen, Plus und Minus, wird zu der roten Liebe. Das ist immer dieses Wellenprinzip. Und dass das in Wirklichkeit jetzt erst einmal komplex ist, wo wir nachvollziehen können mit 16 Zeiten. Und jetzt ist es wichtig, dass eigentlich die tiefste Religion überhaupt ist die Naturwissenschaft. Aber nicht so, wie die das erklären. Da steht nichts Neues drin. Ich verweise immer wieder auf den Prediger. Es gibt nichts Neues in dieser Welt, die du dir ausdenkst. Es gibt bloß verschiedene Ebenen, verschiedene Komplexitäten. Und wenn man neugierig wird, und das ist das Zauberwort, du musst neugierig werden auf dich selbst. Das heißt, einmal musst du wissen, was du bist. Das heißt, du musst einen Zustand erreichen, indem du dich selbst beobachtest, wie du reagierst. Ich sage immer wieder, du bist ein träumender Geist, du bist so unendlich oberflächlich. Das ganze Geschwätz von den Leuten, die sich überall einmischen, die natürlich immer nur dann da sind, wenn wir sie träumen, es beginnt mit, ich nehme alle Schuld auf mich. Du musst eine feine, du Geist, ich rede mit dem Bewusstsein, das sich jetzt dieses Gespräch und sich selbst ausdenkt, eine feine Antenne haben, wie du darauf reagierst. Das ist im normalen Sinne, wenn du jetzt merkst, so ein Scheiß oder da komme ich nicht mit, all das ganze Zeug ist extrem trügerisch. Das hält dich auf dieser Ebene fest. Da komme ich nicht mit. Ich sage, das hält dich auf dieser Ebene fest. Wo willst du denn hin? Ich erkläre dir, es gibt bloß hier und jetzt. Du bist schon da, was dir wieder bewusst werden muss, dass es bloß hier und jetzt gibt. Es gibt keinen anderen Ort im rot geschriebenen Bereich. Und innerhalb dieses Punktes denken wir uns was aus. Mhm. Und jetzt gibt es periphere Punkte. Und das ist das Schöne mit der Fourier-Transformation, mit den Sinusschwingungen, mit den K3S, wie ein Spiegelbewusstsein. Das ist diese Tetraederstruktur. Und mir ist vollkommen klar, wenn jetzt einer hier das erste Mal hört oder das zweite Mal hört, geh auf die Holo-Feeling-Seite. Wir schalten die dann nochmal ein. Da sind Schriften drin ohne Ende. Und die sind so komplex, wie wenn ich jetzt rede ich wieder normal, das letzte Gespräch, vorletzten Gespräche, wenn du da reingehst. Es ist wie wenn ich dich jetzt frage, kannst du lesen und schreiben? Und du sagst, ja. Dir muss klar sein, dieses Jahr hat jetzt wieder normal gedacht, Jahre und Tausende und Abertausende von Stunden Lernprozess, dass du das schlafwandlerisch machst. Du kriegst es doch gar nicht mehr mit, wenn du aus Buchstaben irgendwas entwirfst. Mhm. Was dir aber nicht klar ist, dass in der Regel bezieht sich dieses Ja bloß auf eine Sprache. Mhm. In der Regel. Genau. Und jetzt kommt noch dazu, dass du die Worte so extrem einseitig auslegst. Mhm. Ja. Dass du ein Geheimnis im Hintergrund ist, ein göttliches Geheimnis. Und die größten Schwätzer, die sich groß vorkommen, und da kannst du ruhig ein Professor, Doktor, Doktor, Doktor sein. Wir Physiker wissen ja, das Erste, was ich immer wieder zeige, ohne jetzt irgendjemanden, den ich in dir auftauchen lasse, zu kritisieren. Kritik ist eine Bewertung. Ich sage, egal was an Informationen auftaucht,
Die können sich nicht raussuchen, dass sie von dir ausgedacht haben. Ein Zeitungsartikel. Das sind nur Worte da. Oder Geräusche, wenn du jetzt nur den Ton hörst. Das sind ja auch nur Worte. Dass dir gar nicht klar ist, dass du aus diesen Worten, im Anfang war das Wort, einen Vorstellungskomplex machst. Ich nenne das immer Hirnwichserei. Und es ist extrem subjektiv geprägt von deiner Interpretation der Worte. Und jetzt das Erste, was mir, wie ich dick ist, dass dir bewusst wird, dass diese Sachen, die du denkst, ohne dich gar nicht existieren werden. Das gilt übrigens auch für jede sinnliche Wahrnehmung. Ich sage, wenn du was nicht anschaust, existiert es für dich nicht. Du musst jetzt bloß an deinen Kopf denken und den Kopf um 90 oder um 180 Grad drehen und du wirst feststellen, in dir taucht eine andere Information auf. Das ist Holo-Feeling. Ich erkläre dir, was ist. Mach dir bewusst, was jetzt da ist. Und solange du noch meinst, dass du jetzt Menschen vor dir siehst, bist du ein Vollpfosten. In meiner Sprache. Und wenn du meinst, dass das ein Finger ist und du meinst, es bewegt sich irgendwas auch nur einen Millimeter auf diesem Bildschirm, dann solltest du eigentlich in deiner intellektuellen Erziehung wissen, dass das jetzt einfach nur kleine, winzige Lämpchen sind, die ihre Helligkeit in der Z-Achse verändern. Könnte ich jetzt einmal sagen. Den Begel. Nicht nur so, das wäre schon wieder Bewegung. So. Hell, dunkel. Muss man jetzt, spannt sich auf und zu. Um den Nullpunkt rum. Und das erzeugt die Illusion. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich wiederhole das immer wieder. Jetzt gehst du in die Holo-Arithmetik oder du gehst auf Wikipedia und schaust mal, was eine Illusion ist. Es ändert sich natürlich die Einträge immer wieder. Aber das steht ganz präzise, wenn du die Worte wirklich verstehst. Da sind natürlich auch viele Einträge, wo dann Fehler drin sind. Wenn du zum Beispiel mal Empathie eingibst, wo dann irgendeiner was daher schwatzt von einem Mitgefühl. Als wenn du irgendwas fühlen könntest, was ein Gedanke von dir fühlt. Einseitige Aussage. Ich sage, du bist der Einzige, der das fühlt. Die Gedanken als Ding an sich fühlen überhaupt nichts. Wir sind beim Thema Sympathie, Mitleiden. Hör auf, mit irgendeinen Gedanken mitzuleiden. Mach dir jetzt erst einmal bewusst, dass die Gedanken, die du denkst, als Ding an sich überhaupt nicht leiden können. Was ist Leid? Das Gegenteil von Freude, von Glückseligkeit. Wir sind in dem blauen Bereich. Da gibt es aber immer einen roten Punkt dazwischen. Und jetzt haben wir den absoluten Nullpunkt. Ich mache mal da ganz kurz. Jetzt machen wir Physik. Mal den Bildschirm da ein. Mit Ton. Hä? Mit Ton. Den brauchen wir zwar nicht, weil es Englisch ist, aber da haben wir Übersetzung mit unten. Das ist also hier das schöne Diffusion-Reihe. Da baut sowieso alles auf. Lass das mal ein bisschen laufen. What up? Today we're going to talk about waves. Wir sprechen über Wellen heute. Morgen kann man über Wellen nicht sprechen und gestern kann man auch nicht drüber sprechen, weil alles, was ist, du denkst dir jetzt einmal ganz bewusst, da ist jetzt eine Datei. Und jetzt geht dieses große Spiel schon los, unsere Hierarchie. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Das heißt, wir machen jetzt einmal einen Sprung in die absolute Mitte, das nennen wir Gott, in dem sich alles befindet und das nennen wir jetzt einmal Internet. Und aus dem Internet, wenn du was willst, musst du dir jetzt erst einmal eine Internetseite rausholen, die nennen wir jetzt YouTube. Und du weißt jetzt, das ist Kollektion, ist das Internet und aus dem Internet, aus dieser Kollektion holen wir uns jetzt eine Internetseite raus, das ist youtube.com und dann wissen wir, das ist wieder eine Kollektion von Millionen und Abermillionen von Videos und da holen wir uns jetzt ein Video raus, das ist dieses Video, was ist eine Fourier-Reihe und jetzt haben wir ganz, ganz exakt bei der Stelle 2 Sekunden, das können wir noch aufframen in Einzelbildern, ist jetzt ein allereinziges Bild, das zu dieser Datei gehört, die wiederum dieses Video ein Untersystem ist von YouTube und das wiederum YouTube eine von Millionen und Abermillionen von Internetseiten. Und jetzt kriegst du ein Bild. Das ist einmal das Erste, diese Hierarchie, bis du in die Welt der Bilder kommst. Und dieses Bild, das jetzt hier errechnet wird, aus dieser Datei, diese Videodatei. Mhm. Es ist im Hintergrund alle Bilder gleichzeitig da. Ja. Mein Bücherregal-Metapher. Es gibt bloß jetzt. Jetzt ist natürlich deine Logik, ich sage, das muss ja irgendeiner, kann ich ja nachschauen, wo wurde das reingestellt, wer hat es reingestellt. Das sind alles Dinge, die du dir ausdenkst. Die nur existieren, wenn du sie jetzt denkst. Und die Welle ist jetzt hier über wir reden jetzt mal über Wellen. This is a circle. You probably knew that. If we were to turn this circle on and watch it go up. Das ist das erste Problem. Wir haben unseren Einheitskreis mit 4 Quadranten.
Und jetzt kommt das Problem, dass man jetzt aus diesem einen Ding, wo jeder Blickwinkel, ob ich jetzt das einen Sinuswinkel oder einen Cosinus oder Argosinus, was es alles gibt, die sind alle gleichzeitig. Es ist alles gleichzeitig da. Konstruiere mir hier jetzt ein raumzeitliches Phänomen raus. Das ist jetzt das, bist du im absoluten Zentrum und mir aus diesem Zentrum heraus mit einem Blickwinkel, das ist jetzt sehr grob, konstruieren wir was und denken uns das räumlich und zeitlich aus uns heraus. Okay? So, jetzt passt auf, es wird jetzt sehr interessant, weil jetzt kommen wir dann zu den peripheren Mittelpunkten. And down and up and down and trace that. Up ist die Plushälfte, verbundenes Wissen, plus 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 minus und down. DO 470 gelesen heißen, jetzt beginnt das Wissen, DO, WN, doppelt aufgespannte Existenz, das ist minus, minus, das geht dann wieder von minus die 6, rote Hälfte Richtung blaue Hälfte, 6 aufgespannt in minus, minus, ja, in die rote Hälfte. Wie musst du das minus, minus verstehen? Ganz einfach, dass in dem Moment, wo wir eine Synthese haben und wir denken uns jetzt These und Antithese heraus, ist das aus der Synthese ein Abtrennen, ein Minus von der Plus, von der These und von der Minus der Antithese-Hälfte. Beides ist Minus. Ja, genau. Das ist Minus mal Minus, wiederum ist aber wieder Plus. Plus, genau. Das ist die Arithmetik, Ari. Der Arier ist unendlich präzise, aber nicht, wenn du das in deinem bisherigen Weltwissen auslegst und interpretierst. Die Betonung liegt auf dir. Ich behaupte, dass jeder Mensch, den du dir ausdenkst, ein Gedanke ist, den du denkst, den du erschaffst. Das ist Erschaffenes, logisch erwecktes Affen. Und die Affinitäten wiederum bestehen zuerst einmal immer wieder Denker und Ausgedachtes, träumender Geist, jetzt ein ausgedachtes Objekt plus seine Traumwelt, die er erlebt. Das ist unser Adam-Jahwe-System. Aber lass uns mal da weitermachen. Motion out, you get what's called a sine wave, which you know to be important in things like pendulum motion. Das ist das dann mal eine Pendelbewegung. Ich werde jetzt jedes Wort für sich, werde das bis ins Detail mit Holofeeling erklären. Das ist das Schöne, du wirst nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich mache das ganz einfach. Wir gehen da gar nicht. Particle physics, things of that nature, sine waves are important. But for my Sinuswellen sind echt wichtig. Diese Sinus alleine, die Conditio sine qua non, echt ist die weibliche Acht. Das ist immer, aber da kann man dann money, dran denken. The coolest thing about them is you can add them together to do other things, which sounds dass simple. Die sich aufaddieren. Und das ist jetzt, das hört sich banal an. Der Sohn im Gott, im Nichts, die polare Existenz. Ich kann natürlich auch lesen, ganz interessant, eine polare Schöpfung ist die Existenz Gottes. Ja, genau. Aber nur bis ihr es begreift. BE Quadrat ist der Geist und Rei ist der Kopf des Schöpfergottes und die Facetten, die sich spiegeln. Ja. Until you realize this is how the 2018 Nobel Prize in Physics was won. My buddy Brady Heron has a really good video about that over on 60 Symbols. There's some fancy math I learned at the university called the Fourier series. Da haben wir schon die vier. Genau. Gott, E Quadrat R. These are my old notebooks. And check this out. The teacher challenged us to create. Jetzt muss dir klar sein, dass die große Masse hier völlig von der Arithmetik, die hier dargestellt wird, ich betone absichtlich, ich sage nicht Mathematik, wobei man auch Mathematik, Mathe ist das gelernte Wissen, Mordikos ist ein Dummkopf, ein Tor, ein Nachäst. Alle intellektuellen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die nur dann sind, wenn du sie denkst, sind bei eigener Definition Affen. Und was jetzt unheimlich wichtig ist, wenn ich als Udo den Eindruck mache, oft beleidigend zu wirken, ich fange nicht nochmal an, denk an dieses Beispiel, geh irgend als Brösel unter Brösel und sagst du denn, du bist ja bloß ein dummer Affe. Und schau, wie er reagiert. Das macht sein Mech Animus. Hebraisiert Mech ist Gehirn, Ani ist das kleine blaue Ich, diese Persönlichkeit mit seinem Intellekt, der muss, der kann nicht anders. Es ist eine KI. Das heißt, dein Intellekt macht im Prinzip dasselbe, wie es eine Computerfigur macht mit einer KI. Es zwingt dich zu einem Reagieren müssen in Maßsetzung deines Intellekts. Und du wirst so programmiert sein, wenn du nicht dich erhoben hast drüber als Geist, wenn du zum Udo sagst, du bist bloß ein Affe, dann lächelt dich der Udo an und schmunzelt bloß. Und wenn du sagst, es ist ein Idiot oder ein Spinner, lächle ich dich an und ich schmunzel bloß. Ich sage dann, ich bin dein Spiegel.
Ein vollkommen wertfreier Spiegel. Das, was du von mir denkst, von der Person Udo, sagt mehr aus über dich selber, wie über den Udo, den du dir ausdenkst, weil von dem hast du überhaupt keine Ahnung. Du musst das doch mal wissen, dass der Udo jetzt, den du dir denkst, dieser Mensch, dieser Trockennasenaffe, etwas von dir erschaffen ist, ein Affe ist. Das ist das, was ist, kannst du sofort überprüfen. Ein Gedanke in deinem Kopf, eine Information, die wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Und wenn du dir ihn denkst, und Namen, sagt der Udo immer, sind austauschbar, egal an wen du denkst. Er ist nur dann, diese Figur ist nur dann, wenn du sie denkst, und sie ist genauso, wie du sie denkst. Das gilt sogar, wenn du an dich selbst denkst. This graph, by doing nothing but adding together curves, and I found where I did it, it's right so, here. So, ich behaupte jetzt einmal, ich bin ja als Udo ein absoluter Prolet, ich habe ja nie höhere Schulen besucht, ich habe ja nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss, dass das eigentlich, ich sage mal, wenn du im Abitur gut bist, das ist Abiturwissen. Und jetzt hat er hier versucht, diese Kurve nachzubilden, und das ist die Formel im Hintergrund. Das musst du als normaler Mensch überhaupt nicht wissen. Aber wenn ich hier von vornherein gehe, die in den Mund am meisten aufreißen, weil sie meinen, sie hätten irgendwas verstanden. Es ist ein Nichts, was du weißt, obwohl alles in dir drin ist. Das ganze Wissen der Welt, der Welten, vom ganzen Universum, komplett andere Welten sind in dir drin. Und die wirst du erst zu sehen bekommen, wenn du die aus dir rausholst, und zwar von dem tiefsten inneren Nichts in deinen roten Kopf hinein. Das ist dein Kopfkino. Ansonsten wirst du wie ein Hamster in dein Laufrad bis in alle Ewigkeit diese Scheiße wiederholen. Diese unvollkommene Scheiße ist übrigens, du musst wertfrei werden. Das ist nicht ordinär, das sind Exkremente, das ist Herausgetretenes. Aus dem absoluten Nichts, das da mal in dein Inneres, in dein Bewusstsein hinein, als Information. And it took me, it looks like 4 or 5 pages. Yeah, it took a lot of pages. And I ended up with this. Die Formel macht dieses Bild. Und jetzt wird es hier so unendlich genau, da ich habe es also geschafft, dieses Schaubild darzustellen. Das ist die Formel. Das sind Sachen, da musst du dich überhaupt nicht damit beschäftigen für normalen Leben. Ich sage, um eine Glückseligkeit, ein Geist, ein glückseliges Leben zu durchleben, brauchst du keine Mathematik und keine Fremdsprache. Was du sein musst, ist allumfassende Liebe und Verzeihen. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, weil die Erklärung ist unheimlich einfach und genial. To make the graph by adding together a bunch of waves, and to demonstrate that, I created this. I had to get a tripod. Here's my flipbook. So it's unser Daumenkino. Das ist jetzt eigentlich eine Z-Achse mit einzelnen Bildern. Wenn du dir jetzt ein Bild als Fläche vorstellst, musst du wissen, ich kann unendlich viele Bilder aufeinanderlegen und habe trotzdem keine Tiefe. Ich kann aber in der Tiefe das auseinanderdenken, und das wunderschöne Beispiel meines Spiegeltunnels. Wenn du zwei Spiegel vor dich hin hast, über die Kante schaust, und du schaust in eine Richtung in diese Z-Achse in den Spiegeltunnel rein. Das sind alles ganz, ich verspreche dir, wenn du das verstehst, das ist 1000-mal mehr wert, wie wenn du jetzt 5 Milliarden im Lotto gewinnen würdest. Oh ja, das ist so wirklich. Und dann solltest du wieder in die Weisheit gehen, in das Buch der Weisheit. Wo es dann hier beginnt, ganz normal, das ist kein religiöses Geschwätz. Es ist genauso Weisheit wie in deinen Physik- und Chemiebüchern. Das Problem ist die einseitige Auslegung deiner geistlos nachäffenden Lehre und Erzieher. Das ist der erste Fehler im göttlichen Führerscheinprüfungsbogen, dass du erkennst, dass alles, was die behaupten, zwar stimmt, aber es sind Auszüge von Auszügen von Perspektiven, die hier behauptet werden. Das ist wie wenn ich immer mein Wort Krebs sage. An was denkst du bei dem Wort Krebs? Krebs ist nicht nur die Krankheit oder das Sternzeichen oder das Schalentier oder musikalische Krebsvogel. Das sind noch ein Wort, kannst du ein 400-Seiten-Buch draus machen, in einem streng arithmetischen Sinn nach einem Regelsystem sind dann noch 1000 andere Perspektiven mit drin, die alle miteinander verbunden sind in einem arithmetischen Prinzip. Du kannst die göttliche Heiligkeit, meine Schöpfung nicht zerstören. Du kannst dir Facetten davon anschauen. Facetten von Facetten von Facetten. Starts with one sine wave, and then we add another one, and you can see the more waves you add together, the closer the function gets to what you're supposed to make. Because you can see, like that and that look very similar. That's 50 waves. Wir machen jetzt das sehr, sehr einfach. Und das ist natürlich jetzt immer, wenn du was lernen willst, die erste Grundvoraussetzung ist Neugier. Einer, der sich nur zumüllt mit irgendwelchen seichten Zeug, ist das eine, da läuft nichts verkehrt. Das ist das Kind im Sandkasten. Das sind Lernprozesse, aber irgendwann solltest du aus diesen Kindereien herauswachsen. Irgendwann, wie du immer sagst, kommst du zuerst einmal in eine Phase. Das Erste, was du jetzt
zu lernen hast, ist vor nichts und niemandem, den du dir ausdenkst, Angst zu haben. Schon gar nicht vor irgendeiner Zukunft, weil in der Zukunft wird nichts passieren. Hast du es verstanden? Eine ganz klare Frage an dich, Geist. Wenn ich sage, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Mein altes Beispiel. Oder ich mache es noch einfacher. Versuche mal in einer Minute woanders hinzugehen. Aufzustehen, ein Glas Wasser zu trinken. Das kannst du jetzt denken. Ich garantiere dir, wenn das passiert, ist es jetzt. Einfacher kann man es überhaupt nicht ausdrücken. Wenn du das nicht für voll nimmst, weil die Macht deiner anerzogenen, geistlos nachgeäfften Logik, deiner religiösen, deiner naturwissenschaftlichen Logik dir richtiger erscheint, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, Punkt. Du hast übrigens als Person nichts zu tun, um das zu verändern. Es geht erst einmal um einen Bewusstwerdungsprozess. Und das beginnt, was ich dich hingucken nenne, dass du überhaupt nichts und niemanden mehr verändern willst, sondern du schaust erst einmal, was jetzt da ist. Und dass das, was da ist, immer mit dem nächsten Gedanken, mit dem nächsten Blickwinkel zerstört wird und ausgetauscht wird. Und dann mach dir bewusst, dass wenn du jetzt träumst, dass egal was du anschaust, es kommt aus dir, du bist ein träumender Geist. Und der nächste Bild zerstört das bestehende Bild. Das sind ganz klare Deutsch-Ivri-Sätze, ganz klare Aussagen. Und in dem Moment, wo du meinst, da müsste jetzt irgendeiner dir in deinem Traum eine andere Figur, die du dir denkst, eine Bestätigung dafür geben, hast du noch nicht das Bewusstsein, auf die nächste höhere Ebene zu kommen. Du musst der Erste sein. Das ist dieses Ich bin du, du musst ich werden. Dass du ja schon im Meer bist, das immer Seiende. So, und jetzt machen wir mal hier ein bisschen weiter. So, it's cool, and it's one thing to know how to do the Fourier series by hand. It's quite another to understand how it works. And jetzt ist die große Frage, ist der, den du dir jetzt ausdenkst, weiß der das alles? Das ist die Frage, kann das Pixelmännchen, das du dir jetzt ausdenkst, kann das irgendwas wissen? Oder der Monitor? Oder der Gedanke an diesen Menschen? Jein. Kann ein Gedanke? Jein, immer jein. Jein. Als Ding an sich kann er nichts wissen. Genau. Aber für dich wird das wissen, wenn du dir jetzt einen Menschen denkst oder denkst dir, dass er es weiß. Genau. Aber er weiß es dann nur deshalb, weil du dir das denkst. Mhm. Wenn du Holofeeling 20 Jahre zurückgehst, über lange Phasen, auf Hunderten von Selbstgesprächen, wiederhole ich immer wieder diese parallele Metapher, ein träumender Geist. Genau. Und ein Kugelschreiber, ein Pinsel. Ein träumender Geist träumt und ein Pinsel malt ein Bild oder ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Ja. Das ist so unendlich tief. Auch diese kleine Erkenntnis wirst du irgendwann einmal mehr anerkennen wie irgendein Millionengewinn im Lotto, wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist, wenn du meinst, dieses Geld macht dich frei oder bietet dir Sicherheit. Gedanken, die du denkst, sind niemals in irgendeiner Form eine Sicherheit, weil es ist hundertprozentig sicher, dass diese Sicherheit schon wieder weg ist, wenn du sie nicht denkst. Es zerrinnt dir alles, was du denkst, auch wenn du das immer und immer wieder zwanghaft wiederholst, zum Beispiel deinen Körper, wirst du feststellen, jede neue Form, die du der Gnade gibst, wird im Jetzt aufgebaut, wenn du es denkst und verschwindet mit dem nächsten Gedanken im Jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und du musst es verstehen. Erwarte nicht, dass das deine Gedanken verstehen, selbst wenn du dir dann welche ausdenkst oder in dir welche im Traum in Erscheinung treten, die den Eindruck machen, das verstanden zu haben. Gedanken verstehen nichts. Das ist das Einzige, wo du dich darauf fokussieren solltest und du hast an dir selber überhaupt, an dir, Tier, D-I-E-R. Da haben wir jetzt schon das große Problem in der Vordersprache. Lest es einmal rückwärts, dann hast du Rai-T. Rai-T, das ist der Kopf des Schöpfergottes mit seiner Erscheinung, wenn du das gespiegelt siehst. Das ist die Vordersprache. Das funktioniert in allen Sprachen der Welt. Und wenn du jetzt in irgendeiner Form ergriffen bist, dann bist du Geist. Und wenn du jetzt du, den ich mir ausdenke, nicht der Geist ist, der mich ausdenkt oder sich dieses Gespräch, dieses Video ausdenkt, sondern nur ein Gedanke bist von mir, mache ich mir gar keine Gedanken, dann bist du nämlich schon wieder weg, wenn ich dich nur denke. So, schauen wir mal. Jetzt lass dich mal überraschen, wie schön das alles aufgebaut ist. I didn't really have that moment of it clicking in my brain until I saw this awesome blog by a guy named Doha from Turkey. He's a student at Georgia Tech. I want to show you this. This made it click in my mind, unlike anything. Das ist der Klick in my mind. Und es macht sowas vollkommen sprachlos. Das ist die mystische Erleuchtung. Das sind jetzt Gedanken, wo du irgendwann einmal, du bist der Einzige, der das jetzt erlebt. Gedanken von dir erleben nichts. Nochmal.
Das ist so der Materialismus, deine jetzige Logik, lass dich in einen Wahn leben, dass du meinst, die von dir ausgedachten Menschen erleben das. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Weißt du, ich kann tausende Male sagen, bei Holofeeling, jeder einzelne Satz ist so ein Hammerschlag, der dich komplett in eine andere Sphäre katapultiert, in das Jenseits, was die Christen das Himmelreich nennen. Eine Welt, die für dich so wenig vorstellbar ist, wie irgendein Embryo im 8. Schwangerschaftsmonat sich in irgendeiner Form vorstellen kann, was er dann in der nächsten Welt, das ist die Matrix 2, in der du dich zurzeit befindest, in irgendeiner Form alles erleben kann, in Form von Sexualität, an Freude, auch an Trauer und an Leid. Was jetzt immer wertfrei betrachtet werden muss. Das heißt, eine Palette in der Belletristik, wenn ich hinweise, wenn wir sagen, einfach mal gewisse belletristische Bücher vom Drama über den Krimi, über die Komödie, über Liebesfilme, das hat überhaupt nichts zu tun mit Qualitäten. Jetzt schau mal in dich rein, ob du nicht da schon fokussierst, dass du sagst, die Filmart ist gut, diese Kategorie ist gut und die anderen sind schlecht. Das ist das große Problem. Es ist einfach nur Qualität, es gibt ganz hervorragende Dramen und oberbeschissene Komödien. Seichter Klamauk. Gibt es aber auch wieder sehr geistreiche Sachen. Stin's language. So, let's go check out Doha and let him teach you how a Fourier series works. I'm in Georgia Tech. This is Doha. Hello. You have visualized via animation a Fourier series in the most. Das ist schon mal die Animation, die Worte. Wenn jetzt im Deutsch, im Englisch hieß es Ani, du weißt, da, wenn nochmal die Vatersprache da ist, ist es ein komplett anderer Text. Darum weise ich immer wieder darauf hin. Alles, wo du dich jetzt festhängst, jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du dir anschaust, bevor du die Vatersprache nicht verstehst, ist es Hamsterlaufradwissen, weil du die Tiefe der Metaphor gar nicht mitkriegst. Des Kaisers neue Kleider, die Märchen, ich sage immer, die Märchen sind das Wertvollste, was die Menschheit überhaupt besitzt. Die Geistesfunken Menschheit, rot gelesen. Aber du musst begreifen, es geht nicht um die Vorstellungen von Menschen und Geschichten, die du dir ausdenkst. Da sind ganz tiefe Weisheiten im Hintergrund. Du lebst zur Zeit in der Welt des Kaisers neue Kleider. Und du musst jetzt wieder, ich zitiere biblisch, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Du schaust einfach, was da ist. Das Kind, das die Augen zumacht und sagt, jetzt ist es weg, weil ich es nochmal anschaue. Es ist das, das Kind sieht das, was ist. Und in deiner geistlosen Verbildetheit, wo du dir nicht raussuchen konntest, darum sage ich immer wieder, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Jetzt in der Metapher, dass all die Fehler und Widersprüche wurden bewusst erschaffen, dass du das erkennst. Dass wenn hier das im letzten Selbstgespräch unser Gassner und unser Professor Lesch, dass du merkst, es sind Wahnsinnige. Sie äffen einfach Sachen nach. Wie oft muss ich so Dinge einspinnen, dass ihr Leute ehrt, in deiner Welt werden Menschen geehrt, die Nobelpreise kriegen, die hier Sachen behaupten, Hirngespinste behaupten, die alle einen tiefen symbolischen Sinn haben. Ich weise immer wieder darauf hin, alles, was auftaucht, ist wichtig. Aber nicht so, wie man sich's vorstellt. Die beiden Wenn Gassner einer mit die Darf ich kurz? Ja. Die beiden Gassner und der Lesch, die, das sind für mich Stadler und Baldo der Physik. Genau so ist es. Wenn ich solche Sätze bringe, die sind hoch, die wissen gar nicht, was sie reden. Oder wenn du jetzt dir einen Vortrag anhörst über Quantencomputer. Das ist alles richtig, aber nicht so, wie die dir das erklären. Die Dachionen, die unsichtbaren Teilchen, die in einer kosmischen Strahlung, die noch nie eine gesehen hat, entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde. Das ist, wer will das entdecken? Er äfft nach. Aber machen religiöse Menschen nichts anderes, wenn es heißt, der Jesus wurde gekreuzigt? Absolut. Meine Geschichte, ich verweise wieder auf den kleinen Hasen und die Jesus-Geschichte. Wo ich dann sage, in was für einem Wahn lebst du, wenn du meinst, das hat dich erlöst, weil irgendein Pfaffe dir sagt, das ist die Erlösung der Menschheit gewesen, wenn man abschlachtet. Da geht es um was ganz was anderes. Aber jetzt. Visualized via animation a Fourier series in the most beautiful way I've ever seen in my life. Sine waves are probably the simplest kind of wave, right? The second most simple kind of wave is a square wave. But the difference is you have sharp edges in a square wave. The first thing that Doha did to impress me is he used curvy waves. Das ist übrigens hier die geistreichste Religion, was überhaupt gibt, ist die Arithmetik. Im Anfang war das Programm.
Und wenn du meinst, Programmierer, die du dir ausdenkst, wüssten, was Programme eigentlich sind und wie die funktionieren, dann wird es für dich so sein. Wenn ich welche nachfrage, mag ich die Effen genauso nach, egal in welchem Fachgebiet du bist, egal in welcher Religion, in welcher Sekte, in welcher politischen Partei du bist. Du Effst Einseitigkeiten nach und meinst, das ist schon der Weisheit letzter Schluss. To make sharp-edged square waves, we have to add up different oscillations. Yes. There's simple harmonic motion here. Harmonics, yes. Yeah, and so the first harmonic. Wir haben hier zuerst mal unsere klassische Sinusfunktion. Wie gesagt, das ist es diesseits. Das unbewusste chronologische Denken, da kommt zuerst der Berg und dann kommt das Tal und dann kommt der Berg und dann kommt das Tal. Und jetzt zeige ich dir, das hier im Einheitskreis ist der absolute Mittelpunkt. Wir können das auch die Quintessenz nennen. In den Heiligen Schriften wirst du merken, da ist eigentlich schon, wenn du das Yin-Yang-Zeichen dir anschaust, ist diese Symbolik hier schon reingeschoben. Da ist die Weisheit der Alten, das ist so ein übergroßer Trugschluss zu meinen, die Menschen in der Vergangenheit wussten das ja alles noch nicht. Das ist, die Eins geht immer vom Ursprung aus. Die Vielwisserei, mit der du jetzt konfrontiert wirst, ist Sachen, die so unendlich zerdacht sind. Und nur noch von Fachbereiten reden, die das übergeordnete heilige Ganze gar nicht verstanden haben. Wir haben hier vier Quadranten und eine Quintessenz in der Mitte. 1, 2, 3, 4 und die Quintessenz in der Mitte, das ist das rote Haar. Und jetzt machen wir einen peripheren Mittelpunkt. Wir lassen es mal ganz kurz laufen. Harmonic N equals 1 gives you this. Yes. Which looks nothing like it. Nothing interesting, just boring. And I add one more. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir hier einen peripheren Mittelpunkt. Das ist jetzt eine Sache, in unserer Tetraederstruktur ist das sehr, sehr wichtig. Das heißt, du wirst jetzt feststellen, was hier nach außen getragen ist. Dieser periphere Mittelpunkt kreist wieder um sich herum, aber umso kleiner das wird, umso schneller wird es. Ja. Das ist dieses Prinzip, wo ich immer wieder erkläre hier, denk einfach, ohne jetzt darauf einzugehen, der Stecken, wo man ein Rohr, ein kleines Rohr nimmt, wo ein Faden hochgeht, der raushängt mit einem Gewicht, schau das kleine Bild an und wir machen eine Kreisbewegung. Und ich sage, umso mehr du dich am Mittelpunkt näherst, umso schneller wird es. Ja. Genau. Und der Witz ist, dass man das jetzt aber den absoluten Mittelpunkt teilen in kleine Sachen, die man uns das mal, sobald du zwei denkst, musst du dir die auseinanderdenken. I'm adding one harmonic. And das heißt jetzt hier, der ist ein Drittel so groß wie der hier. Das ist Sinus ein Drittel. Ja. Und dadurch dreht er sich dreimal so schnell. Mhm. Other one. Well, one third of that harmonic radius. So you're adding a basic, let's, what are we going to call it? Klassische, das ist ein Strich. Ich habe es jetzt nicht ganz erwischt. Kleinen Moment, mal schauen. Well, one third of that harmonic radius. So you're adding a basic, let's, what are we going to call it? Nee, du kannst dir vorstellen, das ist ein Strich, das ist Radius 1 und dann machen wir da ein Drittel Radius dazu und darum dreht er sich dreimal so schnell und da kann man immer wieder an draufhängen. All these wipers? Yeah. Yeah. Let's call them wipers. Okay, so we're going to add a wiper on a wiper. And by doing that, and we graph... Auf den machen wir jetzt, auf den kleineren Radius machen wir wieder ein. Was jetzt nach außen auch getragen wird, sind eigentlich, baut sich innerhalb dieses Kreises auf. Das heißt, umso kleiner die Kreise werden, umso schneller drehen die sich. Das kannst du jetzt dann ungefähr fast so wie ein Wirbel vorstellen, wenn wir uns jetzt in der Tiefe hier Kreise reinzeichnen. Umso mehr wir in die Mitte kommen, dreht sich das immer schneller. Und wenn du genau in der Mitte bist, dreht es sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es dreht sich überhaupt nicht mehr, weil es sich mit Lichtgeschwindigkeit dreht. Ja. Und du denkst mit Lichtgeschwindigkeit, darum befindet sich das alles in der Mitte, spitzt sich alles in den Mittelpunkt ab. The function. And then follow the tip of these wipers. Yeah. And draw that respect to time. It's awesome, man. Yes. Like this is really, really beautiful and really, really simple. So I can add more wipers. Macht man den Ziemer dazu und so weiter und so fort. Das ist halt Fourier-Transformation. Wenn es einer studiert hat oder gelernt hat, ist das Logischste der Welt. Diese Darstellung kennen die allerwenigsten, weil auch hier, selbst wenn du jetzt meinst, du wüsstest, was das alles bedeutet, äffst du trotzdem bloß materialistisch raumzeitliche Einseitigkeiten noch. Das allererste, was wichtig ist, dass selbst dieses Spiel in der Peripherie dieses Einheitskreises überhaupt nicht da außen sich abspinnt, sondern letztendlich da im Zentrum. Mhm. Maybe it's more harmonics. Oh, wie spannend es sein kann, wenn man neugierig zu werden. And I add 15 harmonics, something very cool. Und so ist alles, baut Superschwingungen auf. Jetzt machen wir das einmal weg hier. Und ich gehe jetzt da gleich einmal ganz kurz in der Sprache, wenn wir in die Sprache springen, ich hole uns mal ganz, da ist nicht so viel da.
dass du bloß einmal so Kleinigkeiten merkst. Schau, das haben wir hier jetzt auch drin. Das ist zum Beispiel die Evolution. Das ist jetzt ein Eintrag. Evolvere, evolvo, wälze hervor, entwickle Winde hervor, rolle hervor, entkleide in Hütte, lasse, treibe auf, bringe in Ordnung. Das sind Übersetzungen. Ex heißt eigentlich Ex-Volvere, herausrollen, Revolution, hineinrollen. Und das ist jetzt, das sind die beiden Punkte wie Plus und Minus. Es passiert im selben Moment. Es taucht was auf und es wird im selben Moment was vernichtet. Und das habe ich jetzt etwas erweitert. Und jetzt schauen wir uns die Worte mal noch genauer an. Das kann man noch unendlich tiefer spinnen. Ein Auf, Wir. Auf ist AOB, der Schöpfer OB, das sind wir. Ich behaupte, ich bin du und du bist ich. Und das ist in Gott. Etwas aufwirbeln lassen. Jetzt kann man das immer rot und blau lesen. Das heißt jetzt hier schon ab. Aus 1 wird 2, das heißt aufblühen. SB, raumzeitliches Wissen, das ist das hebräische Wort für eine Schwelle. Schinnwelle, eine logische Welle, die ist innen. Das ist es Aufspinnen, Abspinnen. Auseinanderrollen, aufschlagen. Merkst du, was ich jetzt in Sinn mache, wieso ich dir das Video gezeigt habe? Ja. Deutlich machen, dar, D-A-R-D-R, geöffnete Berechnung, heißt auf Hebräisch Generation. Und etwas überdenken, überlegen. Jetzt sind wir bei unserem Mentor. Über uns drüber denken. DN heißt geöffnete Existenz, ist ein Urteil plus Minus. Ken heißt das Fundament, F unter die Welle, die wir uns überlegen und Lügen verbreiten. Ja. Jetzt habe ich hier unten noch von den Gewässern entströmen lassen. Da bin ich jetzt einen Schritt weiter gegangen. Du merkst, alle Sprachen sind arithmetisch verbunden. Ich setze jetzt, wenn du willst, für diese Buchstaben Zahlen ein. Ich erzähle dir was und dann fange ich an, damit zu rechnen. Da weiß deine Welt, die Menschheit, deine Gescheiten deiner Welt. Zeig mir die Gescheiten. Gescheit kommt von geschieden. Die haben sich abgetrennt von dem eigenen Geist, der sich diese Gescheiten ausdenkt. Zeig mir die Weisen deiner Welt, sag ich, und ich werde dir zeigen, dass es einfach nur geistlos nachgeäffte Gedanken sind. Das blaue Wasser entströmt jetzt. Und jetzt schau mal, was hier steht. Se evolvere. Diese beachte Se steht eigentlich eine Kurzform von Sinne, wenn du das altlateinisch nachfolgst und das heißt ohne. Die Conditio sine qua non, sorry, die Bedingung, ohne die nichts geht, das bist du selbst. Ja. Es gibt keine Traumwelt ohne einen träumenden Geist. Es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Jetzt musst du nur begreifen, verstehen, dass ein ausgedachter Denker oder Gedanke, ein Denker, ein Schöpfer, ein Gott, auch nur ein Gedanke von irgendjemandem ist. Der muss jetzt erst einmal gedacht werden von jemandem. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Solange du in dem Wahn lebst, dass ein ausgedachter Gott, den du dir ausdenkst, mächtiger ist wie du selbst, mach dir doch erst einmal bewusst, dass der Gott gar nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. Jetzt pass auf, dann heißt es ja se als ohne. Ohne dem GE-Quadrat, der Geist, das sind wir zwei. Das ist die Einstein-Formel des E-Quadrat. Ich betone das immer wieder. Das ist diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Du kannst ein absolut nicht existierendes Nichts nicht vernichten. Nur Existierendes kann vernichtet werden. Und zwar in dem Moment, wo das wieder revolvere wird, zurückrollt, diese Gedankenwelle. Ohne dem Gewässer zu entströmen. Jetzt habe ich das Sinn ja mal anders geschrieben. Diese Raumzeit ist das göttliche Sein von E-Quadrat, es ist in E-Quadrat. Das sind unsere vier, unsere Ruach, unsere vier Quadratflächen vom Tetraederspiegel. Und da befindet sich, den habe ich violett gemacht, der Sinus, Y plus Minus gleichzeitig ist. Das ist der Einheitskreis. Dann ist hier noch ein Vertreiben. Da habe ich jetzt das nochmal. Ruch, das sind ja die vier Weltgegenden zum einen. Heißt aber auch Geist. Das Aufwirbeln, das habe ich jetzt einmal ganz rot geschrieben. Der Schöpfer OB ist wir. Wir in Gott, wir in dem absoluten Nichts, in das reine SAI, in das Bewusstsein, das nicht existiert. Das ist einmal aufwirbeln rot gelesen. Jetzt habe ich das Sinne hier nochmal reingestellt. Ganz interessant, schau mal, was da alles drin ist. Ich habe jetzt nur mal einen kleinen Satz hier übersetzt. Das ist dieser kleine Auszug, der ist da mit drin, anmarkiert. Maschinenübersetzung, wohlgemerkt, es war immer eins mit seiner Frau. Es ist er. Das sind wir. Ist im Meer, oder ist er vergessen? Ja.
Muss der R hinmachen, habe ich ja alle vergessen. Nicht so schlimm. Immer eins, ein nicht existierendes Bewusstsein. Mit Bewusstsein ist das nicht existierende Ehequal mit seiner Frau. Frau, U. Das wiederum hebräisiert heißt wild. Wie illet wiederum das deutsche Wort wild oder wilder, wilde. Den Kinder aufgespannt. Als doppelt aufgespanntes illet, doppelt aufgespanntes Kind. Mhm. Das hier zum Schwingen anfängt. Ja. Okay? Interessant. Ohne einen Verlust, ohne irgendeinen Zweifel, du in mir musst ohne Zweifel sein, wenn du im Zentrum bist. Stimmt oder stimmt? Für dich gibt es keine Gefahr, für den Denker. Nichts, was du denkst, könnte für den, der sich ausdenkt, gefährlich sein. So, jetzt mach dir mal bewusst, dass deine ganzen Informationen, die du anschaust, dieses Spiel, dass egal an was du denkst, es ist, weil du es denkst und genauso wie du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Es kommt aus dir und fällt wieder in dich rein. Also wo besteht irgendeine Gefahr von irgendeiner Information? Es klingt unglaublich, aber wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das ist so das große Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Das heutige, wenn man es verstanden hat. Und das trennt die Spreu vom Weizen. Ich merke, es sind unverbesserliche Narren, einfach nur Gedanken von mir. Und das Problem liegt nie bei den Gedanken, sondern beim Denker selber, dass du irgendwann einmal begreifen musst, es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen. Weil eine vergängliche Erscheinung nicht verstehen kann, was Ewigkeit bedeutet. Das heißt dann übrigens, er war immer eins mit seiner Frau. Frau! Das doppelt aufgespannte Kind. Jetzt schauen wir, was da unten noch drin steht. Sinne Frau denn? Schauen wir uns das einmal etwas genauer an. Das wird hier übersetzt Betrug. Das ist übrigens eine lateinische Unterform. Ich will jetzt da nicht die ganzen lateinischen grammatikalischen Bedingungen machen. Die Maschine übersetzt es mit Betrug. Das ist also sehr übertragen. Es ist betrügen, sich selbst betrügen. Mit wem betrügst du dich eigentlich? Mit der Logik, die du zum Denken benutzt, und das symbolisiert die Frau. Der Mann ist der Denker und eine Körper, die Frau ist das Ausgedachte. Jetzt mache ich hier den Betrug einmal wieder anders. Ich mache in E Quadrat ist eine Reihe TR erscheinende Berechnungen eines aufgespannten Gehirns. Mhm. Der blaue Geist ist unser reiner Mechanismus. Dann habe ich hier den Uxor. Dann hat man ja da vorne dieses Uxor Synedode und so weiter und so fort. Das ist ja die Frau. Mhm. Da oben ist sie. Cum Uxore. Das ist auch eine Sache, weil Frau, da muss man nochmal unterscheiden zwischen einer rechtmäßigen Ehefrau. Das ist dieses, ihr sollt eins sein, darum habe ich das violett gemacht. Mhm. Wir machen immer blau das Weibliche, die Frau, das Ausgedachte, das Vergängliche, rot ist der Mann, darum habe ich jetzt die Ehefrau, die eins ist Ehe wiederum, Ewe heißt Ewigkeit, eine ewige Verbindung. Was Gott verbindet, soll der Mensch nicht trennen. Mhm. Und das ist, während die Konkubina die rechtmäßige Beischläferin eines Sklaven ist, der keine Uxo haben durfte. Das sind die, die meinen, die haben mit der Welt nichts zu tun. Das sind die Sklaven. Du magst dich, du bist ein Sklave, Neo, sag ich als Morpheus. Okay? Uxorem habere, eine Frau haben, geheiratet haben. Du hast deine Traumwelt, ist deine Frau. Dein neuer Körper ist deine Traumwelt. Genau. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist eine Facette des neuen Körpers. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst, dann denkst du zuerst einmal an einen von vielen Körpern, die in deinem Menschenleben auftauchen, vom Säugling bis zum Greis. Du sagst, ich bin jetzt bloß der Körper, weil das Kleinkind bin ich ja nicht mehr, das war in der Vergangenheit. Denkst du dir jetzt, es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass dein jetzt gedachter Säuglingskörper, den du ich nennst, der angeblich in der Vergangenheit existiert hat, in der Vergangenheit kann nichts existieren. Du kannst es sofort überprüfen. Alles, was existiere, aus dir heraustritt, taucht hier und jetzt in deinem Inneren, in deinem Bewusstsein, in dem roten Kopf auf als Information, weil du das jetzt denkst. Das ist das Faktum. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, schon war, bevor du es gedacht hast. Wie oft muss ich das noch wiederholen, bis du das verstehst? Und du wirst, solange du das nicht verstanden hast, wirst du leiden und kämpfen und leiden und kämpfen, und es wird dir alles, was du versuchst, alles Existierende, was du versuchst, auch für längere Zeit am Leben zu erhalten.
die Menschheit, die Menschen, deinen eigenen Körper, den Affen, der du zu sein glaubst. Ein vollkommen geistloses, sinnloses Unterfangen. Stimmt oder stimmt? Ja. Und da geht es jetzt nicht darum, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, dir das bestätigen müsste. Du musst der Erste sein. Und da wird es jetzt ganz interessant, Abolla, von der Abolla einer Kleidung, von der sich der Besitzer nie trennt. Ich werde mich von meiner Frau niemals trennen. Es ist nämlich die ständig sich verändernde Information, die ich mit mir trage, wo egal was auftaucht, bis in alle Ewigkeit, es Facetten von mir selber sind. Wenn ich selbst das unendliche Ganze bin, das nichts ist und alles gleichzeitig. Das ist Allah. Stimmt oder stimmt? So, jetzt tun wir da einen Moment. Jetzt müsst ihr wieder da sein. So, jetzt frage ich dich, habe ich jetzt irgendwas anderes erzählt? Ich kann immer bloß strenger werden. Du hast es in der Hand, nicht irgendein Gedanke von dir. Und ich kann dann immer wieder sagen, mir lass dein Leben, sagst du mal, vollkommen unangetastet. Die eigentliche Verwandlung ist, dass du zuerst einmal zum Beobachter von dir selbst werden musst. Und da bringt es dich nichts weiter auf der Bröselebene, wenn ich immer sage, ihr Vollpfosten jetzt hier mit Corona und all dem ganzen Zeug, du greifst was auf und wiederholst es und denkst dich rein. Du hast keinen Einfluss drauf, du bist freigesprochen. Was du aber kannst, du kannst in dir selbst einen Schritt zurückdrehen. Dieses Er steht ja neben sich, bin ich so oft drauf eingegangen. Und dich selbst beobachten, aber das ist erst sinnvoll, sinusvoll. Dieser Beobachter wird voller Sinuswellen, wenn er vollkommen wertfrei ist und nicht mehr sagt, die Plus ist wichtig und die Minus ist schlecht. Ich will die Minuswelle los haben. Mhm. Es ist bei diesem Einheitskreis ist halt das Problem, wenn du das rauskonstruierst, denkst du noch zeitlich mit vorher und nachher. Und es kann immer nur gleichzeitig sein. Und du siehst nur eine Hälfte davon. Und das ist das dann mal das hier. Schau, wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Reih und den Kopf des Schöpfergottes schaue hier hin und ich mache jetzt einen vor und einen dahinter. Ich nenne das einmal Plus und Minus. Ist im selben Moment in mir genau gespiegelt es nochmal, weil im Zentrum in der Kamera Obscura sich gar nichts befindet. Mhm. Es befindet sich auch nichts draußen, sondern das ist jetzt schon ausgedacht. Mhm. Aber ist es so schwer zu verstehen, dass alles, was du dir ausdenkst, letztendlich in dir drin ist? Jetzt habe ich nochmal gesprochen. Jetzt haben wir diese zwei Seiten. Wir haben ein in dir, eine Information, inner Haal, B ist eine Polarität und ein außerhalb. Aber der Witz ist, dass dieses Zentrum jetzt, dieses innerhalb ist nicht das Absolute. Das ist für uns wichtig. Das ist das heilige Ganze. Darum sage ich, dass das jetzt schon diese Trinität, Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn, Ben, ab. Aus 1 war 2, Ben, die polare Existenz. Ja. Dass das jetzt komplett schon was Ausgedachtes ist. Das heißt, die Nulllinie wäre jetzt, habe ich so oft gesagt, da unten und dann springt jetzt dieser Gedanke zwischen Plus und Minus aus und dem Mittelpunkt. Ein ausgedachter Mittelpunkt ist kein Mittelpunkt. Darum haben wir bei der Fourier-Transformation, wenn wir ein Rechteck aufbauen, ein Quad, Quadrat, Quad, wird es jetzt sehr interessant, die Vorsilbe Qua, ich gehe nicht zurück, habe ich so oft gesagt, da geht es immer mit einem Vorher und einem Nachher, das sich öffnet. Dann haben wir ja 2D, hüben die Reihe und drüben die Reihe. Mhm. Die Sprache wird Arithmetik. Ja. Und dann höre ich dann immer, da komme ich nicht mit, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Ich sage, darum geht es gar nicht. Dann akzeptiere zumindest, dass du noch ein extrem unwissender Geist bist. Ein extrem unwissender Geist. Aber dann halt doch einfach deinen Mund und quatsch nicht überall mit einer Wichtigtuerei. Ich liebe Kinder, die mir Löcher in den Bauch fragen, weil sie neugierig sind. Was mich anwidert, ich muss jetzt mich so negativ ausdrücken, sind 9-mal klug. Alle Welt verbessert, ihr seid alle so unendlich sim-gescheite 9-mal klug. 9-mal, das ist unsere Spiegelungen von Gott. Unendlich viele. Und in dem Klugsein steckt der Lug schon mit drin. Es ist eine einzige Lüge. Und da wir wissen, dass U gleich O ist, ist das, was euch logisch erscheint. Es ist logisch, aber nicht geistreich. Geistreich ist was ganz was anderes. Das ist so weit weg von dem, was eure Pfaffen, eure religiösen Fanatiker, die in euren Traum in Erscheinung treten, euch weiszumachen versuchen. Und ihr glaubt das ganze Zeug, weil es euch logisch erscheint.
Logische Systeme, Glaubenssysteme kommunizieren nur miteinander, sind nur kompatibel, wenn sie auf derselben Logik laufen. Holo-Feeling ist nicht besser. Ich betone das immer wieder, es ist allumfassend. Ja. Jeder Glaube, jeder Satz, jeden Zeitungsausschnitt, den du mir bringst, sag ich, stimmt. Egal, was einer behauptet, ich sage, das stimmt. Jetzt könnte ich, du musst die Kollektion verstanden haben, da weiß deine Welt nichts davon. Jetzt frage ich dich nochmal, ist deine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer oder Klo? Oder Esszimmer oder Küche? Das ist eine vollkommen dumme, geistlose Frage, wenn ich weiß, was eine Wohnung ist. Was mit Sicherheit keine Wohnung ist, ist das Klo. Weil wenn du bloß im Klo wohnst, wohnst du im wahrsten Sinne des Wortes in einem Scheißhaus. Jetzt kann ich dich fragen, ist jetzt ein Christ eigentlich ein Katholiker, ein Protestant, ein Zeuge Jehovas, und jetzt kann ich 600 verschiedene Strömungen aufmachen, wo jeder in dem Wahn im Erd wüsste, das ist das Christentum. Das ist das wirkliche Christentum. Nein, wir sind die richtigen Christen. Jetzt kannst du die Namen sind wieder austauschbar. Du lebst in einer Welt von Wahnsinnigen. Und das ist natürlich gerade jetzt in der unteren Ebene, wenn ich jetzt so Übergang kurz vor dem, ich sag mal, vor dem Aufwachen, von dem nicht mehr in die Hosen scheißen müssen, dass alle neugierig sind, das wollen wir jetzt einmal bewusst uns welche ausdenken, die sich für Holofeeling interessieren. Ich sage jetzt gleich wieder dazu, das sind Gedanken, die wir uns nie verstehen. Mhm. Egal an wen wir denken. Alles Existierende kann die Ewigkeit nicht verstehen. Und ich lobe jetzt jemanden, wenn ich zum Beispiel mal die Diana lobe oder den Redo lobe, das sind geistige Granaten, die zwei Pixelmännchen stehen jetzt symbolisch für zwei Geister, wo ich dir sage, die stecken jeden Nobelpreisträger so in die Tasche, den du mir aufführst, jeden hochdotierten Professor so in die Tasche im Wissen, und jetzt schau, wie dieses Pixelmännchen Diana reagiert. Das wirst auf der unteren Ebene, der Redo-Schlumpf, da machen die keinen Hilt draus, die wissen, weil es denen um was ganz was anderes geht. Da nimmt sich keiner mehr als Person wichtig, in irgendeiner Art oder Weise. Weil der wie ich dich ist, ist rot geschrieben, der ist Geist, der kann nicht existieren. Mhm. Die zwei jetzt normal gesprochen, die wissen das. Aber es ist sehr tödlich, wenn ich welche lobe, die das nicht verstanden haben, die blähen nämlich dann mit diesem Lob ihr Ego auf. Sie meinen, ich weiß ja alles, ich bin ja total super, und denken dabei immer an sich, blau gelesen. Oh. Genau. Und jetzt spiegel ich das, wenn ich zu einem sage, du bist der Vollpfosten. Das ist genau das Geschenk, weil wenn er wirklich wach wird, der Geist im Hintergrund, hinter dieser Maske, hinter diesen Menschen, hinter dem Programm, denk wieder an mein Faschingsballbeispiel, dass du ja durch drei Schichten hindurch musst. Mhm. Du kannst dich nicht mit einer Person unterhalten, eine Person, Persona heißt Maske. Und diese Maske sitzt auf einem Menschen. Was du dir unter Mensch jetzt verstehst, ist eine Lebensgeschichte, das ist ein Programm, das ist eine künstliche Intelligenz. Und das, was diese künstliche Intelligenz an Berechnungen macht, personare tönt durch diese Maske, jetzt einmal ausgedachterweise durch den Mund nach außen. Aber das ist alles Ausgedachtes. Und dann in der dritten These, Antithese, kommt die Synthese, kommt der eigentliche Geistesfunk, der das erlebt, der sich zurzeit selbst als irgendein Trockennasenaffe erlebt. Und da jetzt diese Schichten da sind, wenn du zu einem sagst, du bist ja bloß ein dummer Affe, wird dieses Programm hinter der Maske ganz, ganz massiv schon in der Physiognomie reagieren. Es ist eigentlich so unendlich krank und geistlos, wenn dir das bewusst wird. Du kannst es mit jedem Menschen in einem Raum jetzt als Brüssel und der Brüssel ausprobieren. Dass du ihn auf etwas hinweist, was er im tiefsten Innern glaubt, dass er ja glaubt, er ist dieser Trockennasen auf dem Körper, bei eigener wissenschaftlicher Definition, der Mensch ist ein Primat, gehört zur Gattung der Primaten, genauer zur Gattung der Trockennasenaffen. Und dass er jetzt versucht, diesen Enosch, hebräisches Wort für Mensch, blau gelesen, sterbliches Säugetier, unheilbar krank, möglichst lang am Leben zu erhalten. Es ist ein vollkommen sinnloses Unterfangen, einen Trockennasenaffen, ein sterbliches Säugetier am Leben zu erhalten und schon gar nicht die ganze Menschheit am Leben zu erhalten. So viel zum Thema Corona-Idioten. Idioter heißt übrigens wieder einfacher Mensch auf Lateinisch. Beginnt mit ID, J, die Hand, auf Deutsch geschrieben, Hebräisch, J, Dalet, ist schlichtweg und einfach die intellektuelle Öffnung. Aber dann habe ich unser Haar, unser Quintessenz, das Zentrum vom Einheitskreis, und dann kommt AND, die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Das wiederum
imperfekt hebräisch gelesen heißt einfach, ich werde auf- und abschwingen. Du hast es in der Hand, was da aufschwingt und abschwingt. Alles, was für dich von in der Esse, das heißt inneres Sein, alles, was für dich von in der Esse ist, das wiederholt sich bis in alle Ewigkeit. Du wirst bis in alle Ewigkeit kämpfen und leiden, bis du dich eines besseren, geistreicheren besinnst. Nämlich, dass du mal dir bewusst machst, was du selbst bist. Ja. Und das nützt nichts, wenn du anfängst, wieder mit irgendwelchen Existenzen in deinen Kopf zu diskutieren. Meine Botschaft richtet sich nur an den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Am Anfang habe ich gesagt, wir werden jetzt beobachtet, wir Brösel. Wir werden jetzt erschaffen, als Brösel erschaffen, von dem wir uns ausdenken. Aber wo existieren die Tierchen eigentlich? Das Redo-Tierchen, das Diana, das Holger und das Udo-Tierchen, wo existieren die jetzt eigentlich? Existere. Aus was sind die herausgetreten? Aus dem Internet? Ein Internet ist Internet, nicht Außernet. Ein ausgedachtes Internet ist nicht das absolute Internet. Es ist der tiefste innere Punkt in den Einheitskreis, wo diese ganzen Gewölbe, die jetzt hier, so wie du das gesehen hast, eigentlich von dir, das Fundament deines Daseins, F unter, diese Facetten sind Wellen, UN, aufgespannte Existenzen, die geöffnete Schöpfungen sind, die du dir über dich drüber legst und um dich rum in Raum und Zeit verstreust. Du wirst aber nicht glauben, dass jetzt da irgendwo da außen ein Redo und ein Diana, ein Udo und ein Holger ist. Wir sind jetzt in dir, Geist. 100%. Wir sind dein tiefstes, innerstes Zentrum. Wir sind dem Zentrum wesentlich näher wie du. Du machst uns zu was Peripheren. Peri, hier herum, Ferri. Ferri ist übrigens, das heißt Stier. Raumzeitliche Tiere, du machst uns zu raumzeitlichen Tieren. Das ist das hebräische Wort FR. Ferri. Das heißt eigentlich, in dir trägst du die ganze Welt. Halt verdammt nochmal mein erstes und dein zweites Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Wer hundertprozentig sicher kein Gotteskind ist, ist der von dir ausgedachte Udo, der Redo, die Diana und der Holger. Das sind Gedanken. Nicht mehr, aber viel, viel weniger. Deine Spritze, die jetzt aus dir auftaucht, du bist doch immer. Ganz klare Worte. Und du wirst eine tiefe Demut bekommen gegenüber meiner Schöpfung. Bei aller Bescheidenheit, mit meinen meine ich jetzt natürlich nicht den Udo, sondern den UP. Und es passiert alles von alleine, du musst es nur zulassen. Einmal das, nehme dein Kreuz auf dich, egal um was es geht. Und jedes Aufbegehren gegen irgendwas, ihr kommt euch so gescheit vor, weil ihr meint, ich habe mich von der Maske befreien lassen oder dieses oder jenes. Es ist ein Anstreben von einseitigen Zielen. Jedes Anstreben einer Einseitigkeit ist eine Selbstentheiligung, weil du nicht weißt, dass du alles bist. Das bedeutet Holo-Feeling. Das Gefühl, alles zu sein, alles zu fühlen. Menschen fühlen nichts. Jedes Gefühl, das du einem Menschen zusprichst, empfindest du. Das ist Empathie. Es ist mein Leid. Aber auch meine Freude. Mal wieder begriffen, aber noch nicht verstanden. Ich sage immer wieder, das ist Holo-Feeling, ist momentan die Holo-Feeling-Seite. Ist schlichtweg und einfach wie ein, wenn wir jetzt wieder normal reden, du gehst ins Internet, interessierst dich aber für Computer und jetzt bietet irgendeine Firma, eine göttliche Firma, für dich kostenlos eine Software an. Das ist immer Grundvoraussetzung. Gutes Zeug ist immer kostenlos. Das reicht auch immer wieder aus. Wo unendliche Möglichkeiten, die dir einleuchten, angeblich funktionieren und dann lädst du dir dieses Programm, hast du mal auf deinen Computer, auf deine Festplatte, aus dem Innersten heraus in jetzt eine ausgedachte untere Schicht auf eine Festplatte. Das ist das, dass du neugierig warst auf Holo-Feeling. Dann ist es schon in dir, in deiner persönlichen Daseinssphäre da, aber es wird nicht laufen, bevor du es nicht installierst. Und da kommt das Problem, bevor du Holo-Feeling installieren kannst, musst du zuerst einmal Platz schaffen auf deiner Festplatte und dafür was opfern. Schon das Wort Schöpfer, dass da das Opfer mit drin steckt. Das muss dir klar sein. Das, wenn wir uns jetzt das hebräische Wort, bin ich so oft darauf eingegangen, dieses Korban, wie sich das zusammensetzt. Das Kareb, sagst du mal, das Nahesein im Innersten, das Zusammennähen, Nahsein, Nähen, Zusammennähen, wo ich sage, die Oberfläche, jetzt machen wir bei der Nulllinie unsere Wasserwellen nicht einfach so,
sondern da steckt es in dem Opfer drin. Oder das Wort Welt als Ding an sich, W, das doppelt aufgespannte ELD, 70, 200, 400, heißt Brandopfer, der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Du wiederholst dir nur Variationen von Variationen in deiner Logik. Du iterierst dich immer mehr in den eigenen Wahn deiner geistlos nachgeäfften Wissenselemente deiner angeblichen Lehre, die du dir ausdenkst, die übrigens vollkommen unschuldig sind. Dieses Ich nehme alle Schuld auf mich ist die Frage, 100 Mal habe ich es erklärt, wer ist dafür verantwortlich? Wer hat es gemacht? Es muss ja irgendeiner schuld sein. Und die Antwort ist so unendlich simpel. Zuerst einmal ist der an einen Gedanken schuld, der diesen Gedanken denkt. Das heißt, egal an was du denkst, egal was du dir jetzt aus dir herausdenkst und um dich herum irgendwo in Raum und Zeit verstreust, es ist hier und jetzt eine Information, die von dir gedacht wird. Punkt. So einfach ist das alles. Und mach nicht große Gedanken um irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Weil das ist, wenn du dich quälst, du dich aufregst über irgendwelche, über Corona-Regeln oder über Politiker, dann mach dir jetzt erst einmal klar, dass die gar nicht existieren würden, wenn du sie nicht denkst. Nicht nur würden, sondern sie existieren nicht, wenn du sie nicht denkst. Jetzt kommt die nächste Frage, warum denke ich das? Warum muss ich das denken? Warum lässt ihr mich das jetzt denken? Dass du was lernst. Aber du lernst nie was, wenn du nur in Einseitigkeiten schwelgst und versuchst, was zu bekämpfen oder irgendwas, was dir logisch erscheint, zu intronisieren. Du sperrst dich immer mehr in dieses Gefängnis deiner Logik ein. Da gibt es übrigens ein wunderschönes Beispiel, das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, in den Ohrenbohrungsschriften, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Wo gar keine Türen da sind, du könntest jederzeit raus. Das Gefängnis ist deine Logik. Du bist immer nur logisch, aber von so einer fehlerhaften Logik. Es ist wie die Freiheit, wo ich sage, meinst du, der Zug hat Freiheit, solange der auf den Schienen seiner Logik läuft und nicht einmal in der Lage ist, die Weichen in diesen Schienen nicht selber zu stellen? Das heißt, warte erst einmal die Möglichkeiten ab, dass du einmal die Weichen selber stellst, dass du dir klar machst, ich hätte jetzt auch die Freiheit, es anders zu denken. Wenn du dich über wen aufregst, könnte ich auch sagen, ich hätte jetzt die Freiheit, mir den so zu denken, dass es sehr wertvoll ist, was der mir sagt, anstatt es zu verwerfen und zu bekämpfen. Was ja jeder macht, der sagt, Holofeeling ist eine Spinnerei. Das sind alles nur Perspektiven, die dir zur Vollkommenheit fällen. So kleine, kindgerechte Beispiele. Und du bist ein träumender Geist. Du musst dir keine Gedanken machen. Es ist maßgeschneidert, dein Traum. Ich reagiere auf deine Reaktionen. Du bist der Protagonist, du hast den Joystick in der Hand und egal, wie du auf was reagierst, das ist eine Eingabe in dein Programm, das automatisch deine Informationen verändert. Das wird in Holofeeling bis ins Detail erklärt. Klingelingeling-Beispiel, die zwei Seiten, die normale, logische Seite eines geistlosen Materialisten und dann die Seite, die man hundertprozentig sicher überprüfen kann. Das, was dir logisch erscheint, wieso dein Telefon klingelt, hat mit geistreicher Erkenntnis nichts zu tun. Das, was du jetzt hier und jetzt sofort hundertprozentig sicher überprüfen kannst, dreht nämlich die Kausalität auf den Kopf. Ja. Das, was dir logisch erscheint, was du bist und wo du herkommst, ich war von meiner Mutter geboren, ist vollkommen geistlos. Nachgeäffte Affen, die dir das sagen. In dem Moment, was du überprüfen kannst, wenn du Geist, bewusster Geist bist, dann weißt du, dass du dir jetzt einen Vorgang ausdenkst, eine Frau, ein Trockennasenaffenweibchen ausdenkst, das ein Säugling auf die Welt bringt. Wo du dann sagst, das war ich doch. Kannst du es beschwören? Es ist logisch auch nicht besonders geistreich. Du lebst in einer Welt, wo du nur mit Meineiden beschwörst. Und das ist das große Problem. Bei Holofeeling lösen wir das vollkommen auf. Wir arbeiten nur noch mit dem, was wir hier und jetzt, was jedes Kind, intellektuell gemeint, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Also zu behaupten, dass Holofeeling nicht stimmt, das ist, wenn da Figuren auftauchen, die haben überhaupt nicht zugehört. Das ist das, was ist. Und jetzt kommt man natürlich, jetzt kommt dann das Programm hoch in einem selbst, wo ich sage, wenn das oft die Kinder sind oder geliebte Menschen, der Ehepartner oder die Eltern, die ja immer noch Produkte dieses Programms sind. Ja. Ich rede von was vollkommen Neues. Die geistige Welt unterscheidet sich von der jetzigen Welt, deiner intellektuellen Welt, der Weisen deiner Welt, so wie sich die Matrix 1, die Gebärmutter eines Säuglings, unterscheidet mit dem, was du Welt nennst. Es ist ein komplett anderer Bereich. Du kannst nicht von unten nach oben sehen.
Jetzt lassen wir es aber gut sein. Mhm. Danke. Es geht, ich habe die letzten Selbstgespräche so konzentriert. Naja. Ich lasse immer, wenn Technik einfließt, die wirklich vollkommen unwichtig ist. Naja. Du kannst ein Leben voller Wunder, von Augenblick zu Augenblick voller Wunder leben. Es ist eh jeder Augenblick ein Wunder. In dem Moment, wo du was Neues zulässt, in dem Moment, wo du nur deine Logik am Leben halten willst, weil du meinst, du bist dieses Tierchen oder alles, was du willst, alles, was du schön empfindest, richtig empfindest, weil es dir logisch erscheint, das sind absolute Sackgassen. Ohne Wenn und Aber. Du hast noch keine eigene Meinung. Deine Meinung ist eine andere. Was dir schmeckt, was du religiös denkst, was du naturwissenschaftlich, intellektuell denkst, es ist eine Anderung, es ist geistlos nachgeäfftes Zeug, ich nenne das Schwamminhalt, den du dir überhaupt nicht raussuchen konntest. Und wenn du die Gedankengänge mitgehst und die Demut aufbringst, das zu akzeptieren, musst du zuerst einmal ein demütiger Mensch werden, den kann nichts und niemand demütigen. Darum sage ich, gerade wenn ich jetzt dann sage, du bist der Vollpfosten, wenn du einmal den Schritt gemacht hast, dich selbst zu beobachten, wie jetzt das Die in sich, dein Ego sich aufbäumt und in eine Verteidigungsposition geht. Du musst der werden, der das merkt, dann habe ich dir einen viel größeren Gefallen getan, wie wenn ich sage, du bist ja so groß und du bist so weit und du bläst dann mit deinem Ego dann noch mehr dich in diesen Wahn hinein, dass du glaubst, du hättest irgendwas verstanden. Bevor du die Vatersprache nicht aus dem FF beherrschst, das wirst du sowieso nicht zu niemandem verstehen. Ihr redet aneinander vorbei. Ja. An Beispielen mangelt es überhaupt nicht. Lass es zu und wie lässt du das zu, indem du deine Rolle einfach weiterspielst, so wie du sie zu spielen hast, wie ein Schauspieler auf der Bühne. Gleichgültig, ob ein Heiligen, ein Schönling oder ein Verbrecher oder ein Massenmörder spielt. Du spielst deine Rolle weiter, die hast du nicht zu verändern. Und dann wird dir die Sinnlosigkeit, wenn du wertfrei dich beobachtest, dieser ganzen Aktionen bewusst. Und dann durchschaust du das. Und dann wirst du sagen, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Dann wird dir die Sinnlosigkeit von Angst bewusst. Kannst du den Satz "Sorge dich nicht um morgen" in irgendeiner Form verstanden haben, wenn du dich du fürchtest dich vor einer Information, die weg ist, wenn du sie nicht mehr denkst. Und du wiederholst es und wiederholst die schlaflosen Nächte. Vor was soll ich leben, wenn ich aus der Wohnung rausfliege? Was müsste da ich sagen? Soll ich dir meinen Rentenbescheid zeigen als Udo? 126,68 €? 26. 68, gespiegelt ja. 86. 86. 26, 68. Ich habe übrigens die 126 in Minuten und Sekunden gelesen, 86. Dann haben wir 86, 68. Dann haben wir wieder unsere Spiegel. Meinst du, das ist Zufall? Nein. Ich habe keine Ahnung, in was für einer Komplexität der Rode UB denkt. Nee. Und ich bin dieser Rode UB, auch wenn ich jetzt bloß als Bröselblauer aufgespanntes Wissen in die Erscheinung trete. Und da ist nichts, was sich anbieten lässt, was weg ist. Ich sage immer wieder, wenn jetzt sich jetzt wieder in einen Wahn reindenken, das ist eine Sekte für welche, die das erste Mal hören, dann komm zu mir, da siehst du nichts, das wissen die meisten. Ich habe keinen Kontakt mit Menschen. Ich baue keine Sekte um mich herum auf. Mich interessieren Gedanken von mir überhaupt nicht. Mich interessiert nur der, der mich jetzt rede ich als Udo, der mich ausdenkt. Weil ohne dich wird es mich doch gar nicht geben. Und wenn es mich dann in dir gibt als Information, was jetzt hundertprozentig sicher der Fall ist, der biblische Fall, eine Falle, wenn du meinst, dass ich da außen bin und dass ich das in der Vergangenheit erzählt habe, das ist vollkommen unmöglich. Es ist in der Vergangenheit nichts passiert, auch kein Urknall und es wird in der Zukunft nichts passieren. Was passiert, passiert hier und jetzt in deinem roten Kopf. Das heißt, in etwas, wo du gar nicht denken kannst. Weil sonst wäre der blaue Kopf, an den du jetzt denkst, wenn du an den Kopf denkst, das ist schon wieder was Existierendes. Betonung liegt auf Tier. Ist ja trocken außen auf dem Kopf. Mhm. Aber es dürfte doch klar sein, dass es hundertprozentig sicher ist, dass du auch dann da bist, wenn du nicht an den Kopf denkst. Mhm. Also wie krank ist jemand, der hundertprozentig sicher glaubt, mich gibt es ja bloß, weil dieser Kopf und das Gehirn da ist. Das ist doch nichts leichter, kannst du überprüfen. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Kopf denkst. Also jetzt frage ich dich, wer der Spinner ist. Und das ist etwas, was du niemals einen Gedanken von dir erklären kannst. Das kann nur Geist verstehen. Ja, genau. Und momentan bist du der einzige Geist in deinem Traum. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und du hast eine komplett eigenständige Traumwelt. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Sehr gut. Danke. Jetzt müssen wir ganz kurz, das war jetzt eigentlich
das Wort zum Sonntag, wobei der Sonntag eigentlich der Samstag ist. Wenn jetzt das zu kompliziert ist, dann schaust du mal in die Schrift, die wiedergeben genau. ist. Siehst du, das ist jetzt ein göttlicher Witz gewesen. Und da kann jetzt deine Logik sagen, wieso lachen die? Da komme ich nicht mit. Also, da bleibst du noch eine Zeit lang da, bis du das verstanden hast. Okay. Gut. Also, ich sag dann bis gleich. Danke. Danke. Danke für das Selbstgespräch. Ja.